EA Sports and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From the beachside town of Hilton Head and Harbortown Golf Links, it's final round coverage of the RBC Heritage. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task, but someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title as we look at the early leaderboard. The leader is Joshua Creel. He's on the move early at 5 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir hier auf dem Kanal. Und ich hatte es ja bereits angekündigt, wir wollen wieder die Saison fortsetzen, die PGA-Saison, denn mein Ziel will es oder soll es sein, tatsächlich noch bis in die Finals zu kommen, bis ins Playoff, bis eben ja, nach Atlanta, dem letzten Turnier der Saison. Und wir stehen ja relativ gut da, müssen uns also keine allzu großen Sorgen machen. Das sollte doch funktionieren und klappen. Das erste Major haben wir hinter uns gebracht. Augusta, das Masters. Und jetzt heißt es nochmal, Punkte zu machen, um uns natürlich für die nächsten Majors zu qualifizieren. Denn das nächste müsste, glaube ich, die PGA Championship sein. Dann die US Open und als letztes The Open, die British Open, und dann geht's auch schon in die Saison, ins Saisonfinale im FedEx Cup. So, hier fliegen ganz schön viele Libellen rum und wir kennen Harbortown schon, wir sind ja hier und Harbortown ist ein ganz spezieller Platz. Die RBC Heritage ist das Turnier, ist eines der renommierten Turniere auf der Tour und Harbortown ist ein klassischer, ja, ein sehr bekannter Platz, vor allen Dingen eben wegen der 18, denn dort befindet sich ja ein Leuchtturm, auf den wir dann zuspielen. Der Platz ist nicht einfach, der ist teilweise eng und das sieht man gleich auch hier an der ersten Bahn, muss man den Ball gut platzieren hier im Fairway, damit man mit dem zweiten dann auch eine Chance hat, tatsächlich hier das Grün anzugreifen. 410 Yards, Par 4, damit wollen wir loslegen und wir spielen natürlich hier diese Runde, also wir spielen nur eine Runde inklusive Flyover und auch Fastplay zusammen mit Scotty Scheffler. Wie sollte es anders auch sein? Wir sehen das Leaderboard und auf dem Leaderboard sehen wir, dass zurzeit Joshua Creel anscheinend führt mit 5 unter Par und wir sind natürlich even, gehen jetzt raus. Die meisten sind bereits unterwegs und Scotty Scheffler, wie gesagt, bei uns mit im Flight. Sehr schön. Also legen wir los. Die RBC Heritage Loch Nummer 1 und Par 4. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, und wir haben natürlich heute auch ganz schön Wind. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben ganz schön Wind, der von links nach rechts kommt. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwie nach links reinkommen. Und insofern wäre das eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay. Ja, ich denke, ein kleines bisschen dagegen drücken mit einem kleinen Draw, ein bisschen rüber, damit wir nicht zu weit nach außen gehen. Und ich wünsche uns ein schönes Spiel für die RBC Heritage in Harbortown Golf Links. Ja, ich glaube, er macht nicht ganz die Kurve, wie wir sie haben wollten. Ja, müsste ein bisschen rechts rüber, aber wir sind auch hoffentlich weit genug weg. Jo. Scotty Scheffler. Das wird natürlich äußerst interessant hier auf der Runde mit der Nummer 1 der Welt. Und er platziert den natürlich fast perfekt, aber in Semi. Und wir dürfen als nächstes schlagen. Second shot coming up. Let's bring in Iona Stephen. Ja, wir bleiben. 1-3-3 the number and the pin on the left portion of the green. Ah ja, wir sehen es. Ja, ja, das macht doch Sinn. Hm. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da am besten rüberkommen, denn wir brauchen auf jeden Fall den Draw, aber das wird natürlich schwierig mit diesem kurzen Wedge. Ja.
Der Ball, den drückt sie halt absolut nach rechts rüber. Das ist nicht so dolle. Okay. Hoch anspielen. Im Moment müssten wir eigentlich hier um die Bäume herumkommen. Sehr schön, das klappt soweit. Da müssten wir doch auf dem Grün liegen bleiben. Okay, hervorragend. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. Und auch Scotty Scheffler macht das gut. Ein bisschen Spin hat er sogar drauf bekommen. Well, not super close, but safely on the green. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen erinnern. A birdie putt. Yeah, it's a long putt, so pace is important, but there's not a whole lot to it. I fancy the chances of getting this close. 4 inches down, okay, es geht leicht bergab, 4 inches down. Aber es ist fast kein Break. Am Anfang haben wir so gut wie kein Break, erst vorne bricht er nach rechts rüber. Ja, das Gefälle geht ständig nach hinten, okay. Aber im Prinzip ist es wenig Break. Ja gut, es fängt schon ungefähr in der Mitte an. Also ein bisschen mehr vielleicht. Okay. Ah. Yeah, that's a pretty good putt. Just a little bit off the mark. Knapp am Birdie vorbeigeschrammt. War eine gute Chance, war wirklich eine gute, gute Chance. Mal schauen, ob Scotty was daraus gelernt hat aus meinem Putt. Er hält links an, jetzt bricht er rüber und fällt natürlich klar. Oh, how good a read is that? It is a birdie at the opening hole. Ja, da haben wir ihm natürlich die Putt-Linie ein bisschen gezeigt. So, wir sollten hier das Paar spielen können. Okay. Okay, that's in for par here at the first. And he'll stay at level par. Ja. 24. im Moment. Here's a chance to make a birdie early in the round. Second hole at Harbortown is a relatively short par 5 at a little more than 500 yards. Again, the key, and this is the case all over the golf course, you have to put your tee shot in the right spot. And here, it is on that left side of the fairway. So, wir werden es natürlich auch dieser Runde so handeln, dass wir die Front 9 in einem Video spielen und dann die Back 9, um ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Und ich will versuchen, jetzt zukünftig immer mittwochs hier eine Runde aufzunehmen, um anschließend dann euch am Freitag und am Sonntag die Videos dann auch zu zeigen. So, auch hier ganz enge Bahn in der Landezone. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Jo. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Genau hier in den Flaschenhals reingespielt. Und wir haben Rückenwind und wir haben Wind nach rechts. Also müssten wir hier ungefähr anhalten. Dann sollte er uns hoffentlich durchrennen. Schauen wir nochmal, wegen der Gefahr, falls er der Wind nicht anzieht. Das hatten wir nämlich vorhin auch, dass eigentlich der Wind wenig gemacht hat. Deswegen kleines bisschen reinfaden, kleines bisschen reinfaden. Und wir spielen mit dem Driver. Er nimmt die Kurve. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. That'll wind up the right side of the fairway. Nothing wrong with that. Sehr schön, 198 noch bis zum Stock. Now das Ganze ist ja less than 200 yards, this a second to the par 5. Und das Ganze ist ja ein Par 5, aber die Fahnenposition ist natürlich heikel und wir haben Rückenwind. Ein Eisen 6 möchte er uns spielen. Wir müssen natürlich über den Bunker kommen und vor allen Dingen müssen wir hier über die Bäume kommen. Das sollte eigentlich uns gelingen. 10 Miles. Boah. Okay. Ein bisschen höher anspielen. Im Zweifel werden wir den halt aus dem Bunker spielen. Ja, wir müssen den hoch anspielen. Der Wind wird den nach hinten treiben. Wir müssen halt schauen, dass wir auf jeden Fall rechts zum Landen kommen. Ist so ein bisschen ein Plateau, links fällt so runter. Ideal wäre natürlich im Vorgrün, damit er so richtig das Tempo rausnimmt. Okay.
hoch anspielen. Dadurch wird er nochmal ein bisschen kürzer. Ja, er geht zum Stock. Er geht zum Stock. Er fällt runter. Ah, zu lang. Okay, bleib liegen. Ja, damit können wir leben. But Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. So, Scotty Scheffler über links, ja, über links. Ja, aber der wird genau passen. Ist klar, die Nummer 1 der Welt spielt hier fast ein Albatros, liegt zum Igel. It is one of the most satisfying shots in golf, isn't it? Downwind to a par 5, the second, and you knock it on. Chance for eagle. Certainly shortens up the par 5, that wind at your back, Rich, but you can just surf the wind. Just leave that ball carry and just sail towards the green. So, ich bevorzuge wieder mal den Flopshot, weil der bringt den Ball relativ schnell zum Liegen. Wie springt er? Ein bisschen vielleicht. Ja, okay. Ah, jetzt zieht er noch ein bisschen zurück. Okay, wir sehen aber die Linie gleich von Scotty. Und Scotty Scheffler. Right now, after two perfect golf shots, now this for an eagle. Ja, das ist enttäuschend. Und das ist sehr enttäuschend. All you gotta do, just hit it. Just hit it. A 5-footer now for birdie. Aber wir haben jetzt gesehen, dass der Ball auf jeden Fall nach links bricht. Ein bisschen haben wir jetzt die Linie gesehen. So, es geht eigentlich bergab. Das sollten wir jetzt nicht zu kurz lassen. Aber er soll auch das Break annehmen. Yeah, well done. It's a birdie here at the second. And he will definitely not say no to that. So, dann dürfen wir gespannt sein, wo uns das Birdie hinbringt, auf welchem Platz. Okay, no problems there. Finishing off a birdie at number two will certainly help the cause. 13. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja eigentlich noch den Cut schaffen. Trees lining both sides of the fairway, so a straight tee shot is imperative. More bogeys than birdies here, so most players are happy with a par. Ja, ich glaube, hier hatten wir schon mal einen Herzschlagmoment. Da hätten wir beinahe so ein Hole-in-One eingelocht. Aber ich denke, das wird uns heute eventuell gelingen, denn... Scotty, stimmt. Nein, sorry, das ist ein Par 4. Die 3 ist ein Par 4. Genau, über die rechte Seite. Rechts ins Fairway, da ist ideal. Ja, wie gesagt, wir spielen nur eine Runde. Also das heißt, wir müssen trotzdem gut scoren, denn am Ende wird dann wieder durchgewürfelt. Und wir müssen dann schauen, wo wir landen, denn es kann auch sein, dass wir den Cut nicht schaffen. So, wir werden mit dem Driver auf jeden Fall über die rechte Seite gehen. Aber wir lassen den Wind für uns arbeiten. Er ist ein bisschen weit links. Der ist mir ein bisschen... Doch, es passt. Es passt, da kommen wir dran vorbei. It would be much easier if that hole was cut on the right. But today you can see it on the left, so this shot just that much trickier. Ja, aber wie wir sehen, Scotty Scheffler ist auf jeden Fall etwas länger. Wir müssen Iona, this is second from the fairway. Yeah, he's left himself 138 yards to the flag. Wind coming from behind, so you'll need to be careful where you land it. Ja, auf jeden Fall merken wir, dass wir nicht so lang sind wie Scotty Scheffler am Drive oder an der Power. Müssen wir noch ein bisschen arbeiten. So, auf jeden Fall rechts bleiben vom Stock. Ja, wenn wir aufs Grün kommen, haben wir eine gute Birdie-Chance. Eisen 9 mit Rückenwind. Den spielen wir ein bisschen kürzer. Ja. Ja, ist zu lang. Der ist deutlich zu lang. Der ist deutlich zu lang. Und da haben wir das Grün nicht getroffen. Das ist natürlich ärgerlich. That just came out blazing. As soon as it hit the green, it was never going to stop. Pin in the back left today as he'll stare down this second to the par 4.
Ja, Scotty macht das besser. Der wird bestimmt auch ein bisschen Spin drauf haben. Okay, bleibt sofort liegen. Decent-sized green. It's not bad. Just a little past the hole. Ja, wir müssen schon ein bisschen konzentriert bleiben. Das merke ich schon. Okay, wir haben 13. Das heißt ungefähr 8. Ja, die Grüns laufen auch gut. So, der Ganze, der rollt dann eher nach rechts rüber. Okay. Touch. Excellent there from behind the green, and that one goes down for an unlikely birdie. Scheffler now. This for birdie. Okay, nicely done. That's in for birdie here at 3. And he will definitely not say no to that. 3 birdies in a row for Scotty Scheffler. 200 yard par 3 fourth, offering a classic Pete Dye risk reward design. You have to carry the water hazard running the length of the hole. Better to miss right than short or long, where a thirsty lagoon lurks. Ja, natürlich, ganz klar. Pete Dye, jetzt sehe ich es auch wieder klar. Pete Dye Design, ganz klar, die Schwellen. Und ganz schweres Par 3. Und der kommt natürlich direkt hin. Und geht er rein zum Hole in One? Nein! That's a fancy shot to hit right there. You know the wind is at your back. You tee it high and just let it go. Get it up there in the jet stream. And that's just what he did. He's gonna love that. So, wir haben also natürlich extremen Rückenwind. Eisen 7. Ja, aber ins Wasser will ich eigentlich auch nicht. Ich müsste mich halt wirklich darauf verlassen können, dass das klappt. Okay. Ein bisschen weiter rüber. Ein bisschen mehr Draw. Etwas höher ansetzen. Oh ja, okay. Also ich bin jetzt bewusst nur aufs Paar gegangen. Taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. Genau. For birdie. Ja, es gibt down the hill this one, but it's going to have a good amount of movement from right to left. Ja, es gibt einfach Bahnen, da kann man angreifen, und ich meine, Scotty Scheffler ist die Nummer 1 und der ist halt nun mal mutiger und der geht auf den Stock, das mache ich nicht. Ich will ja definitiv keine Bogies spielen, denn jedes Bogie, das wir vermeiden, bringt uns eigentlich eher nach vorne. Okay, wird sowieso schon schwer genug, dieser Putt, es geht bergab, unten geht es ein kleines bisschen wieder hoch, kurz vor dem Loch. Vorhin sind wir auch deutlich drüber hinausgerollt. So, deswegen machen wir so. Okay. Und wir müssen natürlich über rechts. Und rechts ist heftig. Länge vor Richtung in dem Fall. Länge vor Richtung. Ja, weil wir so langsam unterwegs sind, wird er natürlich sofort nach links brechen. Ja, hervorragende Länge. Tap-in zum Paar. Bin ich sehr zufrieden mit. Auch wenn er gerade nicht so danach aussieht. So, Scotty Scheffler. Jetzt wird er ihn hoffentlich nicht wieder zu kurz lassen. Mit dem guten Scotty Cameron. So, das war ein absoluter Klinik. Und das war nur der Kapitel mit einem Hole-in-One. Aber stattdessen ist es nur ein Tap-in-Birdie. Ja, der spielt hier ein Birdie nach dem anderen. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll stay at 200. Ja, aber da bin ich sehr, sehr zufrieden. 2 unter nach 4 Bahnen, das kann sich sehen lassen. Wir sind in den Top 20. Now to the second of the par 5s, the 549-yard 5th. It's a dogleg left off the tee with bunkers on either side of the fairway. But a good drive up near or beyond that cart path should leave you with a good look into a green that slopes off to the right. Ja, spannende Bahn, auf jeden Fall auch mit der linken, auf der linken Seite mit dem Wasser. Also hier muss man einen richtig schön platzierten Draw spielen. Und Scotty Scheffler wird es uns jetzt gleich nachmachen. Er wechselt den Schläger, das ist ein Hölzchen. Also er nimmt nicht den Driver. Ja, der ist relativ gerade. Er bleibt dann lieber etwas kurz, so wie es aussieht. Okay. Das sind dann noch 200 oder 262 Yards hat er geschlagen. Der ist sofort liegen geblieben.
Ein Paar 5, wo wir natürlich versuchen können anzugreifen. Ah, es ist natürlich klar, der Wind. Ja, der Wind drückt ihn natürlich rüber. Okay. Ja, der Draw kommt. Hervorragend. Hervorragend. Bleibt im Fairway liegen. 269 Yards in Summe 279. Rough fairway. I guess it was more than 50-50. Fairway's fine. Oh, geht rechts raus. Der geht rechts raus. Und bleibt auch sofort liegen. Sehr verdächtig. That second shot here to the par 5, Frank, got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now it's a fairly straight forward third shot. Ja, okay, mit dem Eisen kommen wir dann nur ins Vorgrün. Aber wenn wir natürlich mit dem Hybrid spielen und, ach, wir haben Gegenwind. Das würde natürlich helfen, dass er dann vielleicht hier reinrollt. Okay. Wie gesagt, ist ein Paar 5. Sollten wir das Grün nicht treffen, haben wir immer noch einen Annäherungsschlag und können trotzdem noch das Birdie spielen. Natürlich eventuell gar nicht mal so ungeschickt hier aus dem Bunker. Ja, man muss immer so ein bisschen das Risiko einschätzen, wo kann der Ball zum Liegen kommen, wo ist es für mich dann angenehmer. Aber wenn wir natürlich da sind, dann kann er ins Grün rollen. Ah, das war ein bisschen überpaced. Jetzt schauen wir mal, ja, der wird nach rechts springen vermutlich. Oh, der bleibt auch sofort liegen. Okay. Aber wir können ja vielleicht wieder einchippen, ne? Ja, der ist lang. So ein Pitch. Ja. Da bin ich eigentlich eher wieder beim Flop. Okay. Bisschen länger, weil dann dürfte er auch noch ein bisschen runterrollen. Ja, ein bisschen rechts. Okay. Ah, wir stehen auch noch unterm Ball. Ja, ist schon ein wenig verdächtig eigentlich. Ja, zu viel Backspin. Okay. Aber wir haben die Chance aufs Birdie. Es geht ein bisschen bergab. Scheffler eyeing this one. It's for birdie. Ja, fällt der? Der fällt, ist natürlich klar. A beauty there. It is in for a birdie. Will certainly help the cause. So. 5 feet now for birdie. Der wird die Linie lange halten, weil es geht bergab. Das heißt, rechte Lochkante müsste eventuell reichen. Ja, weil unten wird es dann flacher. Da bewegt er sich wenig. Am Anfang wird er ein bisschen nach rüber, wieder nach links laufen. Yes, a good read. It's a birdie here at 5. Somit haben wir unsere Chancen an den Paar 5 genutzt. Sehr schön, wir sind in den Top 10. Another hole at Harbortown where position, accuracy will be rewarded. This par 4 sixth at 419 yards. Get it in the right spot and you can make a birdie here. So, hier natürlich ein bisschen die Schwierigkeit auf der linken Seite, der Baum mit den Ästen. Je nachdem, wo die Fahne steckt, kommen die natürlich ins Spiel und machen dann eben den Annäherungsschlag etwas schwierig. Aber die Fahne steckt hinten, dadurch haben wir eigentlich genügend Platz für die Annäherung. Wenn ich richtig gesehen habe und auch vom Klang ist das wieder nur ein Hölzchen. Auch wieder nicht den Driver genommen. 177, okay.
Wir werden versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. Ja. Ja, okay, er nimmt den Fade stark an. Aber das passt hervorragend. Okay, that's going to be safely in the fairway, and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Oh, da gibt er aber ganz schön Gas, der Scotty. Einen hohen Flug. Und er macht Backspin. Oh, der rollt aber ganz schön zurück. Ja, wenn eine langgesteckte Fahne Backspin ist, immer schwierig. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Notabegay the third. Left himself with 149. Pin is in the far back portion of the screen. Ja, Eisen 9 dürfte gar nicht mal so viel Backspin haben. Aber jetzt überlege ich gerade, vorhin ist er auch ganz schön weit geflogen, obwohl wir Gegenwind hatten. Ja, so haben wir natürlich mehr Spin drauf, ne? Okay, ein bisschen höher anspielen. Ach, der ist sogar extrem zu kurz. Der ist sogar extrem zu kurz und spinnt uns auch noch vom Grün runter. Heieieiei, das war jetzt gar nichts. Needed maybe half a club more there. As it is, needs to get up and down to save par. Das war im Prinzip gar nichts. So, ein Pitch mit 20. Und er wird auf rechts runterrollen. So, ein bisschen länger. Ach, dass er so wenig rollt. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, then turf. Just wasn't really hit hard enough. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter because this one is into the hill and the hole is cut back. Naja, Wesen spielt er jetzt nicht das Birdie. Mal ausnahmsweise ein paar. That's a touch of class right there. Very good effort. Okay, wir kämpfen jetzt um das Paar. Okay, wir müssen 4 hoch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben, denn wir sollten nicht zu kurz bleiben. Ja, wir haben zu viel Break. Das ist schon ordentlich Break. Nicht am Anfang und dann kippt er rüber. Ja, ein bisschen mehr, würde ich sagen. Oh! Nothing routine about that one. Well done to roll it in for par. And he'll stay at minus 3. Da haben wir jetzt aber ordentlich um das Paar gekämpft, müssen wir sagen. Aber da war einfach der zweite Schlag wirklich ganz, ganz schlecht. Da hat überhaupt nicht gepasst. Safely in for par here at the 6th. And he'll stay right where he is. Ja, da hat dann der Wind wirklich extrem, extrem dagegen gearbeitet. We've spoken already about the need for precision here at Harbortown. That'll be put to the test here at the 195-yard par 3 7th. Yes, there's water. Yes, there's sand. But the biggest issue, the two giant trees serving as gatekeepers to this narrow green. Jo, das ist jetzt das Paar 3, wo wir beinahe mal ein Hole-in-One gespielt haben, wo es einen Herzschlagmoment gab. Ah, da ist genau die Bäume ins Spiel gekommen. That's gonna be on the putting surface and a birdie look straight ahead. So, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ja, es ist der Wind. Der Wind macht natürlich hier die Sache sehr, sehr schwer.
Jetzt haben wir wieder Rückenwind. Und wir müssten natürlich definitiv eigentlich über links reinkommen. Komm, 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 komm. Ja, das passt soweit. Jetzt ist die Frage, bleibt er liegen? Ja. Yeah, that one came in a little hot. It's safely on, but it'll be a long look coming up. Ja, aber auch hier. Look here at birdie. And this certainly would be a bonus if it goes in. You just need to make sure you get it there and give yourself a chance. Never up, never in. Also auch hier gilt eher das Motto. Das Paar ist das erst Birdie des kleinen Mannes. Ja, am Anfang geht's das erste Drittel geht es nach links. Und dann ist es eigentlich nur noch gerade. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Weil man muss dann versuchen, ab der Hälfte im Prinzip ein bisschen mehr nach links natürlich, soll er gerade ein bisschen nach links laufen. Ja, da im zweiten Drittel tut sich auch noch ein ganz kleines bisschen was und das letzte Drittel ist eigentlich eben. Und am Anfang geht es etwas steiler runter als dann hinten, aber es geht langsam eben nach hinten. Okay, wir werden unser Glück so versuchen. Bisschen kürzer. Oh, der ist schnell unterwegs. Okay. Aber er hatte die Chance. Wir haben ihm die Chance gegeben. You betcha, what a roll there. That is in for a birdie. Will certainly help the cause. So, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Also hier geht's leicht nach rechts. Es ist Level, es geht leicht nach rechts. Yeah, well done. That's in for par here at 7. And he'll remain right where he is. Jo, noch haben wir eine makellose Karte. Noch keine Bogies. Now to the hole many consider the most difficult of all here at Harbortown, the par 4 8th. Finding the fairway is an absolute must off the tee, as you will need to have the right angle of attack to approach this long, narrow green. Jo, das ist jetzt ein schweres Par 4, muss man definitiv sagen, weil es links rum geht. Auf der linken Seite natürlich das Wasser. Aber Pete Dye Design hat noch einen kleinen Bunker dazwischen gepackt, zwischen Grün und Wasser. Und weiterhin, Scheffler immer hat die Ehre. Er nimmt das Hölzchen wieder mal. Damit ist er schon lang genug und der Ball bleibt auch sofort liegen. Ja, auch hier müssen wir schauen, dass wir ein bisschen rechts zum Landen oder zum Liegen kommen. So, uns bleibt gar nicht so viel, denn es ist Gegenwind. Ja, wir spielen den da hoch. Der Ball dürfte gar nicht mal so weit rollen. Ein bisschen reindrohen. Ja, das sollte passen. Da haben wir auf jeden Fall den Weg dann zum Stock. Aber die Bälle rollen so gut wie gar nicht. So gut wie kein Roll. So, Scotty muss über die Bäume. Ja, geht rechts weg. Der wird nicht das Grün erreichen. Gegenwind, ne? Well, had a good lie in the fairway, but couldn't do anything with it. That comes up woefully short. So, Eisen 5. Definitiv den Wind nutzen. Wir müssen Richtung Tribüne, auf keinen Fall Richtung Wasser. Okay, die Frage wird jetzt nur sein, reicht uns das Eisen 5? Wir werden das Eisen 4 nehmen. Denn vorhin hat es nicht gereicht. So, wir werden den Wind als solches mitnehmen. Ansonsten rollt er da hinten runter. Okay.
Er geht Richtung Grün. Jetzt, na, der ist zu lang. Der ist auch wieder, der ist jetzt wieder zu lang, oder? Komm, bleib liegen. Dann können wir das Texas Wedge nehmen. Certainly had enough power, just didn't have any touch. Oh oh. Ah, direkt an der Kante. Ja, der war vorhin schon mal, hat er einen Pitch gehabt, der war auch deutlich zu lang. So, wir nehmen das Texas Wedge. Es geht sowieso bergab. 8 Inches, 100%, okay. Leicht über rechts. Ja, wir gehen ein bisschen mehr rechts, weil der rollt dann die ganze Zeit links runter. 8, noch ein bisschen kürzer vielleicht. Oh, 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 oh. Das zweite Mal ganz dicht. That makes the decision to chip or putt a little easier when you've got confidence in the flat stick. So, mal schauen, ob er den einlocht. Nein, das wird ein Bogey. Das wird ein Bogey. Frank, I think you have to appreciate that he kept his head down and kept his head in the game and he'll be able to get out of here with a bogey. Hey, I've been watching for a while, Rich, and I haven't seen touch that good for quite a while. That one finished off with a bogey here at number 8. And he's going to slide backwards to 3 under par. So, Dylan. Das Ganze bricht leicht nach rechts. Okay, back in 4 par here at the 8th. And he'll stay right where he is. Die letzte Bahn auf den Front 9, noch mal ein paar 4. We wrap up the Front 9 here at Harbortown with the 332-yard par 4 9. What this hole lacks in distance, it makes up for by forcing golfers to be strategic off the tee. A large bunker prevents tee shots from running on, so best to lay up short and take a wedge into this boomerang-shaped green. Ja, das Besondere an der Bahn ist natürlich, dass man da gut platzieren muss. Es ist nicht die Länge, die hier relevant ist. Ja, ich sehe es schon. Klar, wenn wir natürlich lang genug sind, dann spielen die Bäume auf der linken Seite eigentlich keine Rolle. Ah, wir haben Gegenwind. Wir haben Gegenwind. Ja, also auf jeden Fall das Hölzchen. Ja, da oben sind ein paar Blätter. Die werden wir hoffentlich nicht erwischen. Die werden wir doch hoffentlich nicht erwischen. Ja, der geht leicht nach rechts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön. Dann sind wir durch und können gerade aufs Grün. Das Grün gerade anspielen. Ja, und die Bahn ist ja... Oder die Fahne steckt kurz. Da haben wir hinten genügend Grün zum Anspielen. Hervorragend. Diesmal hat er den Driver. Geht über rechts auch. Oh, der bleibt hängen, oder? Ja, der bleibt hängen, ist aber durch und insofern passt es wieder. From well down the fairway, this a bit of a tricky distance for his second. Wow. Wir haben natürlich dann Spin drauf. Approach 60er, okay. Ne, wir müssen Finesse spielen. Wir haben Gegenwind. Also ich will auf keinen Fall zu kurz sein. So, passt das. Jetzt die Frage, wie viel Spin? Ei! Bleib liegen. Okay. The big drive got him here. Now a short one for his second. Ja, das ist ein Pitch, klar. Der hat dann wenig Spin, der rollt weg. Okay.
Ja, da hätten wir vielleicht auch einen Pitch spielen sollen. Chance for the putter to do its thing. Chance now for another birdie. Yeah, and it's certainly no gimme from this length. It would be a Brucey bonus to find the bottom of the cup. Main consideration has to be about pace. Oh. Oh, never in doubt. What a great putt that is. It's a birdie here at the ninth. And that will make this an even 30 for the front side going out in 6 under par. So, Texas Wedge. Ja, das Thema ist Fairway 100%. Okay, da müsste eigentlich gut durchrollen. Wir haben hier am Anfang ein bisschen nach links. Ja, wir sehen natürlich nicht, wie jetzt das Break hier im Vorgrün ist. Okay. Ach, der ist hier völlig hängen geblieben. Okay, das war nichts. Yeah, that'll come up just a bit short, but I'll tell you what, from off the green, that's pretty well judged. Aber wir sollten hier auf jeden Fall wieder das Paar spielen hier zum Abschluss der Front 9. Hervorragend. Okay, and that's going to be a 3 under 33 on this front side. Okay, so sieht's aus. Minus 8 ist das Maß der Dinge. Here at the 451 yard, par 410. This hole offers one of the few real wide landing zones to take aim at. However, beware of the lagoon left. If you can find the short grass, birdie is very much in play. Ja, die 10, die werden wir dann im nächsten Video sehen, denn wir spielen die Front 9, die Back 9. Und natürlich wird Scotty Scheffler hier noch seinen Abschlag machen. Und wir schauen mal, wo er landet. Hervorragend wieder platziert hier Mitte Fairway und hat tatsächlich auch mal wieder. We'll need to see on these final 9 holes if they're gonna get back into it. That's in the fairway at 10. Den Driver in die Hand genommen, das ist sehr, sehr schön, aber wir werden jetzt hier erstmal ganz kurz uns einen Überblick verschaffen, wie es hier eigentlich aussieht auf dem Leaderboard. Es führt immer noch Joshua Creel. 63, 8 unter Paar ist also im Moment das Maß der Dinge. Scotty Scheffler natürlich ganz, ganz weit vorne und dann gibt es Will Gordon mit minus 4 an geteilter 5. Stelle. Wir mittlerweile mit minus 3 11. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir, denke ich, den Cut hier geschafft haben und dann auch in die, wie es so schön heißt, ins Geld kommen und uns natürlich wieder ein paar Punkte für den FedEx Cup erarbeiten. Ansonsten muss ich sagen, bin ich zufrieden mit meiner Leistung, was hier die Birdies angeht. Ich, klar, wir hatten 2 Chancen, wo wir ganz knapp am Loch vorbeigerollt sind. Da wäre mehr möglich gewesen. Scotty Scheffler ist natürlich unbezwingbar, muss man einfach so sagen. Der räumt hier wieder ab, hat aber das Bogey, während wir doch eine schöne, saubere Weste hier haben mit den 3 Birdies. Keine Bogies, 33 Schläge auf den Front 9. So, Freunde, das soll es für diese Front 9 gewesen sein. RBC Heritage und wir spielen die Finalrunde zusammen mit Scotty Scheffler. Ob wir hier dann noch in die Top 10 kommen, ob wir Scotty Scheffler noch in Anführungszeichen Druck machen können, das seht ihr dann im nächsten Video, wenn es auf die Back 9 geht. Ich bedanke mich und sage erstmal Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.